Like each year in December, Christmas season is in full swing. This implies not only the run for the perfect gifts, but also keeps collection boxes busy. TV charity galas show emotional images, especially on children, one more piteous than the other. But have you ever wondered about whether some organizations are quasi systematically favored in receiving donations? And more specifically, the other way around. What is about organizations that are unpopular, unsexy, stigmatized for one reason or another? What is their experience with asking for donations? And how do they deal with it? The German donation market is huge. According to the annual charity scope of Deutscher Spendenrat in cooperation with GfK, the market volume amounted to about 5.5 billion euro in 2015. This roughly equals the expenditures of the German Federal Ministry of Finance in the same year. But where does the money come from and where does it go? 34% of the German population, in absolute numbers, 22.7 million people donated in 2015. The donations are mostly important for the so-called third sector, also referred to as the voluntary or non-profit sector. As the initiative ZIWIZ, Zivilgesellschaft in Zahlen, so placing civil society on the economic map, shows, the German landscape in this domain is very wide. Currently, about 600,000 organizations shape it, including different legal forms as associations, foundations, cooperatives, and non-profit limited liability companies. As diverse as their organizations themselves is their funding. According to a report by ZIWIZ, financial resources comprise memberships, donations, public money, own funds, and others. On average, referring to all organizations, regardless their legal form and area of operation, donations make up 20% of total funds. However, taking the areas of operation into account, percentages differ greatly. In the leisure sector, donations account only for 8%, whereas the percentage rises up to 25% for social services and reaches its peak at 56% for international solidarity. However, even when examining different areas of operation more closely, huge differences in the purposes of donations appear. According to the GfK charity scope, for instance, donations for children and youth charities reached nearly 21% of the total donations, whereas those for illnesses and disabilities only accounted for 8%. Not only statistics draw this picture, also practitioners in this field can tell you a thing or two about it. Peter Hübinger, director of the Diakonisches Werk Mannheim, is responsible for very diverse fields of activities under the umbrella of his organization and can compare them. Kinderzimmer. Es gibt Themen, da geht der Geldbeutel auf. Und es gibt Themen, die sehr problematisch sind. Also bei Amalie, Bargestelle Prostituierte, da habe ich wirklich viele schlaflose Nächte und Bauchschmerzen gehabt, als wir da Spendenaufrufe gemacht haben. Weil mir klar war, es wird einige geben, aber es wird auch andere geben, die bei diesem Thema nicht spenden werden. So some topics seem to have a bigger cross to bear. How can we define this cross? Drawing on sociological literature, in particular the author Goffman, this disapproval of groups can be called stigma and is defined as an attribute that links a person to an undesirable stereotype, leading other people to reduce the bearer from a whole and usual person to a tainted, discounted one. In a recently published article, two researchers of the University of Kent observed a relation between this disapproval and the distribution of donations. Analyzing media coverage about charities in the UK, they identified a top 10 of unpopular causes charities raise funds for. Here they are.
mental illnesses are right on top of the list, followed by, for example, HIV-affected, prostitution, or drug addiction. Each of them triggers specific associations in society. Und jetzt stellen Sie mal vor, St. Thomas, 40 Jahre bestehen, haben Sie noch nie einen Skandal von uns gelesen, aber Sie assoziieren vielleicht Vergewaltiger, Kinderschänder, Mörder, ja, vor der U-Bahn geschubst, ne, war auch psychisch krank, ja, all diese Themen. Nicht wissend. Die Leute sind nicht wissend. Die wissen nicht, wenn sie einem Betroffenen die Hand geben, dass sie selbst nicht infiziert werden können. Mhm. Ja, und das sind halt Dinge, die sich noch nicht rumgesprochen haben. Such prejudices in the mind of society also affect the thinking when people are asked for donations. Also ganz schwer kriegt man Geld für Sucht oder für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Bei Sucht vielleicht, weil die gängige Meinung ist, die sind ein bisschen auch selbst Verursacher ihres Leidens. Diese allgemeine Meinung, jeder ist für sein Schicksal selber verantwortlich und die könnten doch mal morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, dann wäre doch alles gut. Da ist die Kenntnis häufig nicht da, welche Geschichte die Personen haben, wie sie dahin gekommen sind. Mir kann das ja nicht passieren, ich bin ja treu oder sonst irgendwie, ne? Diese Gedanke, die ist... sieht man praktisch oben drin rum, würde. Okay. Viele wollen das ja gar nicht, die stecken den Kopf in den Sand, das geht mich nichts an, das will ich nicht wissen. Wenn wir auf die Straße gehen und dort versuchen, Leute anzusprechen, zum Beispiel vor unserer Haustür, mhm, was wir auch schon getan haben, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die Passanten denken, oh, wenn ich mich jetzt hier aufhalte, dann kommt vielleicht von dem Thema Obdachlosigkeit irgendwas auf mich zu und das will ich gar nicht, da möchte ich den Abstand wahren. Also das erlebe ich so in der direkten Ansprache eher, dass man versucht, doch einen Bogen zu schlagen. Ich kann mir vorstellen, dass andere Themen, zum Beispiel Kinder, die arm sind, dass das besser zieht, dass Obdachlosigkeit auch manchmal so eine Abwehrhaltung hervorruft. Sozialarbeit ist nur schwer operationalisierbar. Oft redet man über lange Zeitspannen, bis tatsächlich Ergebnisse sichtbar sind. Und ja, Effektivität ist sicher ein schwieriges Thema in diesem Zusammenhang. Ja, verstehe ich. As these quotes show, recurring motives of individuals not to donate mainly center around the idea of blame, the wish not to be identified with the topic, and the question whether the donation would effect a change. However, it is not only difficult to get donations from private donors, but especially from companies, if you are an organization fighting for stigmatized groups. Of course, motives already mentioned for individuals play an important role, but there is more to it than that. Große Firmen haben eine Spendenpolitik, die klar festgelegt ist, und da kommen sie selten rein. Dann wäre es konsequent, sich ein Spendengebiet auszusuchen, von dem man denkt, dass es auch in der Öffentlichkeit gut angenommen wird. Ja? Das ist ja auch eine marketingstrategische Frage sicherlich auch. Das Unternehmen würde ja eine Sache unterstützen, die von der Bevölkerung abgelehnt wird oder sonst irgendwie. Ja? Das ist im Hinterkopf. Das dürfen Sie nicht vergessen. Das ist im Hinterkopf. In order to deal with this variety of prejudices and disapprovals, it may be fruitful for both the affected group and the organization itself to inform about the situation. Diesen Aspekt zu thematisieren und öffentlich zu machen. Und ich denke, dass da all diese Organisationen davon profitieren, dass es öffentlich gemacht wird und dass da Aufmerksamkeit gerichtet wird auf die Problematik, dass Menschen als Obdachlose oder eben AIDS-Kranke oder Flüchtlinge oder so in der Gesellschaft einen schlechten oder einen ungünstigen Stellenwert haben, mhm, und der verbesserungsbedürftig ist. Und man gerät sehr schnell unter Generalverdacht. Ja. Wenn irgendetwas passiert, ist kriminalisiert. Verstehen Sie? Das ist, was wir erreichen wollen. Dass wir die Empfindungen verändern. Und das gehört eben zu unserer Arbeit dazu, ansprechbar zu sein und die Sachen ernst zu nehmen und nicht sagen, nee, Sie können nicht recht haben. Wir gehen der Sache nach und prüfen das. Und dann in Dialog treten. As those statements already suggest, awareness can only represent a starting point. In order to raise funds efficiently, organizations need to adopt more far-reaching strategies.
A lot of organizations name above all the relationship with their donors as the most crucial approach. Talking about individuals, this implies the following. Wenn wir eine gute Beziehung aufgebaut haben, dann wird in der Regel schon mal wieder bedacht, ah, da war was Gutes, da mache ich wieder mit. Dann kriege ich die Frage, hey, läuft da irgendetwas mal wieder, das kann ich mich beteiligen. Sie die größten Chancen für Spenden, dass sie Menschen finden, die sich dadurch angerührt fühlen oder die dazu einen Bezug haben. Again, firms do have some further particularities in this relation. Also man muss wirklich an die Entscheidungsträger rankommen. Das ist halt nicht so leicht. Ja. Das geht, wenn man zum Beispiel mit einem mittelständischen Unternehmen sowieso selbst auch Kontakte hat, weil es vielleicht der Lieferant ist, ja, von Getränken. Oder, also da komme ich natürlich ins Gespräch. Da ist auch klar, dass es da einen beiderseitigen Nutzen gibt. Ja. Also von daher auf der Ebene, persönliche Kontakte, das geht dann eben auf der Mittelstandsebene. Gründe, warum sie mitmachen, ist einfach die persönliche Beziehung zu denen. Ja? Und was man tatsächlich aufzeigen kann an Möglichkeiten, an Vorteilen dieses Projekts. Ja? Das meiste geht nur über private Kontakte. Geht das meiste. One topic that is closely related to these good donor relationships is the transparency the organizations show themselves. Also zum Beispiel im Weihnachtsbrief oder auch im Jahresbericht, es wird ja darüber geschrieben, was wir gerade aktuell tun, wofür wir das Geld gerade gebrauchen können. Im Moment, wir stellen Projekte also vor, aktuelle. Und wenn jemand gespendet hat, egal wie viel, bekommt er eine Spendenbescheinigung, auch wenn das nicht nötig wäre. Und in dem Anschreiben dazu schreiben wir auch immer, was haben wir damit gemacht, womit, was hilft Ihre Spende, wobei hilft sie. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, ja, danke für die Spende, sondern auch genau beschreibt, was passiert. Da brauchen wir Spender. Ja? Dann müssen wir dieses Geld aber auch tatsächlich für dieses Projekt, das Wohnprojekt für Prostituierte auch ausgeben. Der Gesetzgeber kontrolliert das auch, aber das wäre nur das eine. Viel wichtiger ist, dass ihnen moralisch abgenommen wird, dass sie das auch nur dafür ausgeben. As it can be seen, clarification of the stigmatized cause is needed in the relationship with private and corporate donors to successfully cope with underlying obstacles. However, organizations can find other ways to avoid these pitfalls and use intermediaries that manage and distribute their own funds to a variety of causes. Sometimes it even makes sense to directly address a suitable partner. Der größte Anteil an Spenden ist tatsächlich über Stiftungen wie Aktion Mensch zum Beispiel. Die haben ein gewisses Förderspektrum und wenn wir eine Einrichtung neu starten oder barrierefrei irgendwie umbauen wollen oder so, dann kann man da Anträge stellen und wenn die vernünftig begründet sind, hat man auch ganz gute Chancen, tatsächlich dann auch Zuschüsse zu erhalten. Wir planen ein Tanzprojekt für Seniorinnen. Und konnten dafür den Seniorenrat als Sponsor gewinnen, um einen Tanzlehrer zu bezahlen. Mhm. Ja. Und da sprechen wir ganz gezielt an. Wir haben eine Projektidee, überlegen, aha, das könnte zum Seniorenrat passen, da fragen wir mal an. Oder wir wissen, die Mannheimer Runde, die geben immer mal wieder Geld für sinnvolle Projekte. Und ja, fragen einfach an. Die Versicherung ist so, die zahlen, glaube ich, in ganz Mannheim haben einen bestimmten Vertrag, Betrag zur Verfügung gestellt und wenden sich dann meistens an die Behörde, sprich ans Jugendamt. Fuchs Petrolub zum Beispiel macht das auch so. Sagen, wir haben einen Betrag X, überleg mal, was da sinnvoll wäre. Und das Jugendamt informiert dann die Träger und die können sich dann melden. As these examples show, organizations of the third sector should not only look for partners outside their sector, for example individuals or corporations, but it also may be effective to partner up inside the area of operation, as success stories from practice show. Wir haben letztens ein Benefizkonzert veranstaltet, im Rosengarten war das, glaube ich, und da haben wir was getan für verschiedene Leute, ja? Für Aufwind von Söhne Mannheim zum Beispiel, ne? Bülent Scheler war da, der Sailor Naidu war da und dann haben wir auch für Kinderhospiz gesammelt und für St. Thomas auch. Aber klar, da sind wir im Netzwerk und dann sagen wir, der größte Teil geht an. Ja, und ja, St. Thomas, okay, kriegt auch noch ein bisschen.
erreicht die haben. Die große Erfolgsgeschichte ist immer unsere Weihnachtssache. Ja? Ja, das ist die große Erfolgsgeschichte. Wir gehen jetzt Ende November gehen wir in die Falkenstraße zur Diakonie und backen dort. Dann nehmen wir das Ganze hierher, das wird dann verpackt, kommt zu Kortom ein, Schleife und die Backtätigkeiten. Und dann gehen wir durch die Lokale okay. in Mannheim. Und da haben wir einen Kooperationsvertrag mit Cosima. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Cooperations between organizations of the same sector seem kind of contradicting, and one could argue that this, among other factors, fosters competition between charities. However, this argument does not hold. Also, ich habe meine Befürchtung gehabt, dass als dieses Seebeben war im irgendwo Pazifik oder im Indischen Ozean und es diese größere Welle gab, also Tsunami, dass dann ganz viele Spendengelder in die Richtung fließen. Die flossen auch, aber die flossen auch weiter zu uns. Besides these strategies that prove to be effective in a wide range, the efficiency of others is debatable. Cultural events, for example, only sometimes make sense and depend especially on the target group and the integration of the cause of donations. Ja, weil sie dann immer sagen, weil es ihnen letztendlich nicht darum geht, um den Spendenzweck, sondern es geht ihnen darum, dass sie einen tollen Abend erlebt haben. Das Event, das kulturelle Event steht viel, viel mehr im Vordergrund als der Zweck der Spende. Ja. Und da, das ist ein Weg, aber das ist ein sehr mühsamer Weg. Similarly, it makes no sense that the stigmatized cause, like the evil word mental illness, is pushed into the background. Es ist so, als würde ich zu irgendeiner Veranstaltung gehen und sage, ich heiße nicht Casanova. Und deswegen werde ich dieses Wort niemals verbannen. Mhm. Das ist unsere Haupttätigkeit, mit Menschen zu tun zu haben. Die Leute, die da hingehen, die wissen meistens Bescheid. Ja? Die sind meistens aufgeklärt. Okay. Die wissen, um was es geht. Ja? Die wollen die Sache unterstützen. Deshalb kommen die auch. Coming back to the initial question whether some organizations are systematically disfavored in receiving donations, these examples provide a clear picture of the topic. Reasons behind this are above all different thinkings of people and society. So motives like it's their own fault or my donation won't change anything are among the most crucial ones. Furthermore, a denial can be observed, reflecting the idea of I don't want to be identified with the subject. When it comes to companies, image plays a very important role. Thus, as the status of stigmatized or unpopular groups seems to be responsible for fundraising difficulties, the first important step is to work on improving the image of affected people. However, in order to get donations in the end, a more far-reaching donor relationship management has to be implemented, including a high level of transparency. In addition to addressing individuals and corporations to raise funds, intermediaries like foundations or collaborations with other nonprofits also can prove to be effective. Nevertheless, these strategies also bring along some limitations. First, they highly depend on the context and framing. So as it has been shown for cultural events, it might work out for one cause, but not for the other. Second, when it comes to foundations, for instance, funds can only be granted for very explicit, that means project-specific, expenses. On the one hand, this implies administrative burden, and on the other hand, that regular offerings or staff costs cannot be covered. Yet, even facing these obstacles with regard to donations, organizations not only think of themselves, but have in mind a more holistic picture about this topic, completely without competitive thoughts. Ich bin der Meinung, wir brauchen Spenden. Ich bin sehr dankbar über jeden, der auch nur einen kleinen Betrag erübrigt. Aber ich finde es schon wichtig, dass der Spender sich auch für das, was er bespendet, interessiert. Und
Ja, also und da ist mir auch dann, also eine 1-Euro-Spende ist mir genauso viel wert wie eine 10.000-Euro-Spende, obwohl eine 100.000-Euro-Spende natürlich die liebste wäre. Es spielt gar keine Rolle, wofür man Geld spendet. Eine viel größere Rolle spielt, dass man sich wirklich wohlfühlt mit dieser Spende, dass man nicht sein Gewissen nur erleichtert, sondern tatsächlich daran glaubt, was Gutes zu tun. Every donation is important. However, it may be remarkable to think out of the box. As this documentary shows, there's more than popular causes. Public opinion or prejudices are no reason to disfavor a specific cause. So what about donations this Christmas time or any time of the year? Let's simply wonder about the distribution of our donations the next time.